Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Ich freue mich wirklich sehr, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Es ist für mich wirklich ganz, 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 ganz toll, dass so viele doch die zweite Staffel vorhaben zu verfolgen. Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich die erste Staffel abbreche und eine neue anfange. Ich denke mal, jeder, der jetzt dieses Let's Play hier sieht, müsste das gesehen haben. Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Dinge zu sagen, bevor es losgeht. Ich werde mir auch ein bisschen Zeit nehmen, denn ich finde es wichtig, dass jeder, der jetzt vorhat, das Let's Play zu verfolgen, was ja durchaus eine lange Zeit sein wird oder eine lange Zeit von mir gespielt wird, dass der halt auch weiß, was ihn ungefähr erwartet. Die erste Staffel war verplant, das gebe ich zu. Ich bin komplett blind in dieses Spiel reingestolpert. Ich kannte die Elder Scrolls Spiele bisher gar nicht. Ich habe mal kurz Oblivion gespielt, aber so wirklich erfolgreich auch nicht. Und es ist mir halt wichtig, dass ihr wisst, was ich mir jetzt so vorgenommen habe für die zweite Staffel. Abgebrochen habe ich die erste Staffel, weil ich doch durchaus noch ein bisschen mehr gelernt habe über das Spiel, wie man es am besten angeht und wie man es am besten nicht angeht. Dazu gehört zum Beispiel, blind in jedes Dungeon rein zu stolpern. Jegliche Kritik in die Richtung nehme ich durchaus an. Es ist wahr, das habe ich gemacht. Aber das war auch, weil ich das nicht besser wusste. Und ich dachte, hey, ein Open-World-Spiel, super, da kann man doch in jedes Dungeon rein stolpern. Ja, sollte man nicht tun, weil man verpasst dadurch viele, viele gute und auch spannende Quests, die vielleicht mit diesen Dungeons zu tun haben. Ich werde mich übrigens bemühen, im Spiel nicht mehr Dungeons zu sagen. Denn ich finde, das ist irgendwie so eine blöde Verallgemeinerung. Ich meine, man kann auch ruhig das ist so betiteln, wie es, was es ist. Halt entweder eine Ruine oder eine Höhle. Das nur so nebenbei. Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Jedenfalls werde ich mich sehr an die Quests halten und nur nebenbei mal ein bisschen erforschen, wenn der Weg mich mal langweilt und ich mal gerne ein bisschen die Gegend erforschen möchte. Ja, ich habe mir hier jede Menge übrigens aufgeschrieben auf meinen Zettel, was ich euch sagen möchte, bevor es losgeht. Falls euch das übrigens nicht interessiert, könnt ihr auch gerne das Vorwort überspringen und direkt weiter zur Charaktererstellung zum Beispiel springen oder was auch immer. Aber ich denke mal, ihr wisst über die Funktionen des YouTube-Players Bescheid, dass ihr vorspulen könnt. Ich glaube, ich muss euch das nicht sagen. Ja, ich weiß, wie gesagt, ein bisschen mehr über die Spielmechanik jetzt. Und das bedeutet aber nicht, dass ich alles weiß. Vor allen Dingen inhaltlich wird das Spiel bis auf die Quests, die wir schon gemacht haben in der ersten Staffel, relativ blind sein. Ich werde viele, viele, viele Quests machen, die ich nicht kenne, wo ich auch nicht weiß, wie man sich am besten verhält und wie man sie angeht. Deswegen kann man das durchaus als ein Blind Let's Play bezeichnen, zumindest so nach den ersten 20, 30 Folgen. Ich werde übrigens die Quests machen, auf die ich Lust habe. Vorschläge könnt ihr mir gerne geben, versucht aber bitte nicht so viel zu spoilern. Ich bin da nicht ganz so streng mit Spoilern. Für mich bricht jetzt nicht eine Welt zusammen, wenn jemand mal sich verplappert, aber versucht bitte, da ein bisschen vorsichtig zu sein. Es geht ja auch um die Leute, die vielleicht Questreihen noch nicht kennen und ich zum Beispiel auch. Und ja, versucht das auf jeden Fall, wenn ihr einen Vorschlag machen wollt, so zu verpacken, dass niemandem verraten wird, worum es dann genau gehen wird und wer sterben wird und wer nicht sterben wird und ihr wisst schon, was ein Spoiler ist.
außerdem werde ich versuchen, ein bisschen Rollenspiel-Feeling in das Let's Play zu kriegen. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Ich habe da auch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich werde jetzt hier kein In-Character-Roleplay-Let's Play da draus machen. Erstens habe ich davon viel zu wenig Ahnung und Erfahrung. Und zweitens funktioniert es auch, glaube ich, auf Dauer nicht. Es könnte sehr anstrengend werden, weil man halt nichts vom Spiel aus der Perspektive des Spielers halt kommentieren könnte. Aber ich werde auf jeden Fall die Texte des Charakters, der ja leider keine Stimme hat, außer im Kampf, wenn er rumschreit, so betont wie möglich und so authentisch wie möglich vorlesen. Und ich werde versuchen, auf jeden Fall Entscheidungen so zu treffen, wie es mein Charakter tun würde. Ich habe mir jetzt nicht eine riesen mega Geschichte ausgedacht zu dem Charakter, aber ich ich werde schon im Laufe des Spiels eine Vorstellung davon entwickeln, wie der Charakter handeln würde und wie er nicht handeln würde. Dazu gehört zum Beispiel, ich einfach irgendwelche Zivilisten mitten auf der Straße umkloppen, die da vorbeilaufen. Würde ich das tun? Würde der Charakter, ob ich das tun würde? Klar, wenn ich den ausrauben kann, warum nicht? Ob mein Charakter das allerdings tun würde, ist eine andere Frage. Und da würde ich dann schon eher nach Sinne des Charakters entscheiden. Das meine ich damit. Dazu gehört auch, dass ich mir Zeit für Gespräche nehmen werde. Ich werde alle Dialogoptionen durchhören, insofern sie jetzt relevant sind. Vielleicht auch mal eine überspringen, je nachdem, wie es gerade ist. Ich werde mir aber auf jeden Fall Zeit nehmen und ich werde auch auf das, was die Charakter sagen, eingehen. Das habe ich am Anfang meiner ersten Staffel viel gemacht, später dann aber nicht mehr. Ist mir aufgefallen, als ich mir die ersten Folgen nochmal so angeschaut habe. Das finde ich schade und das möchte ich gerne wieder ein bisschen aufleben lassen. Ja, ich kann auch gar kein richtiges Rollenspiel betreiben, weil ich die Elder Scrolls Lore, also die Geschichte, überhaupt nicht wirklich gut kenne. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, aber das ist sehr bruchstückhaft. Deswegen werde ich halt auch viel nach Gefühl handeln, nach Sympathie. Ja, und mein Charakter weiß halt auch nicht, hat nicht den Überblick über die politische Situation, sodass ich jetzt sagen kann, hier, so, das ist jetzt der und der und der steht dem und dem böse gegenüber und deswegen ich auch und halt all sowas. Die ganzen Zusammenhänge, die fehlen mir leider. Es kann übrigens auch vorkommen, dass ich mal, wenn ich über ein Buch stolpere im Spiel, was mir sehr zusagt, weil mich der Inhalt interessiert, kann es vorkommen, dass ich dieses Buch mal vorlese. Das könnt ihr natürlich überspringen. Ich werde das nicht allzu häufig machen, weil ich weiß nicht, es könnte gut sein, dass das die Zuschauer auch langweilt. Ich möchte auch nicht nur nach meinem Kopf jetzt hier spielen, sondern habe euch natürlich auch immer im Hinterkopf. Wenn euch das natürlich nicht interessiert, das Buch, oder ihr das schon kennt, dann könnt ihr das wie immer überspringen. Vielleicht werde ich auch Anmerkungen einfügen, sodass ihr das dann ganz bequem überspringen könnt. Ja, dann noch ein bisschen was zum Inhalt. Und zwar werden wir, während wir so durch die Quests uns arbeiten, in Anführungszeichen, klingt so negativ, erleben, Abenteuern, was auch immer, werden wir auf jeden Fall ein Hardfire-Haus zusammenbauen. Ich habe Hardfire gekauft, das ist das einzige DLC, was ich bisher habe von Skyrim. Und es sind auch erstmal keine weiteren geplant. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich die Hauptgeschichte und alle Nebenquests zu 95% überhaupt noch nicht kenne und ich deswegen auch ungerne die DLCs da schon reinmischen möchte. Das können wir dann später vielleicht mal irgendwann machen, das lasse ich mir aber offen, das weiß ich noch nicht. Ja, noch eine Sache und zwar, das habe ich auch schon im Ankündigungsvideo gesagt, ich habe eine Reihe von Mods installiert. Das habe ich mit der ganz, ganz freundlichen und geduldigen Unterstützung vom Lightcatcher gemacht. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür, lieber Lighty, falls du das hier jemals siehst.
Es handelt sich bei diesen Mods hauptsächlich um optische Mods, mit ein paar Ausnahmen. Die Liste zu diesen Mods steht in der Beschreibung. Falls ihr also an irgendeiner Stelle im Let's Play sagt, oh, das ist ein toller Mod, den möchte ich gerne haben, schaut in der Videobeschreibung nach, da werden alle Mods drinstehen mit Namen. Allerdings nicht mit Links, denn ich würde mal sagen, wenn ihr den Namen des Mods kennt, dann seid ihr immerhin hoffentlich bewandert genug, das auch selbst nachzugoogeln. Ich werde übrigens auch keine Auskunft darüber geben, wie man diese Mods installiert und wo man die herbekommt. Wie gesagt, das könnt ihr alles selbst googeln, da steht auch immer alles beschrieben bei den Mods. Nur das schon mal vorweg. Ja, was für Mods das sind, habe ich mir mal hier so ein paar aufgeschrieben. Das sind, ich werde jetzt nicht die Namen aufzählen, sondern eher so, was die machen. Zwar haben wir ein paar Mesh-Verbesserungen, wir haben HD-Texturen. Also einmal das offizielle HD-Texture-Pack und noch eine weitere Texturverbesserung. Bessere und buschigere Pflanzen, um es mal so auszudrücken. Rauch, besserer. Begrünte Städte. Dazu werde ich allerdings was sagen, wenn es soweit ist. Optische Charakterverbesserungen, vor allen Dingen an Frauen und an Khajiit. Die Frauen in Skyrim lassen meiner Meinung nach im Standardspiel ein bisschen zu wünschen übrig. Ist alles Geschmackssache. Ich habe mir das zusammen mit dem Lighty ein bisschen schöner gemacht. Ja, Verbesserungen an den Augen, Wasser, ein paar mehr Rüstungen. Falls ihr also auf Rüstungen stoßt, die ihr nicht kennt, kann das durchaus an dem Mod liegen. Dann haben wir die ENB, das ist das Herzstück des Moddings von meinem Skyrim. Und zwar ist das eine deutlich, deutlich überarbeitete Beleuchtung im Spiel. Das Spiel wird extrem bunt euch vorkommen, wenn ihr nur das Standardspiel kennt. Falls euch das nicht zusagt, müsst ihr fürchtlich das Let's Play woanders gucken. Mir gefällt es extrem gut. Ich finde, so wie das Spiel aussieht, für mich gibt es nichts Schöneres. Ich mag bunte Grafik. Und ich finde, das ist auch näher an der Realität als dieses Grau in Grau vom klassischen Skyrim. Mit der Betonung auf ich finde. Das ist alles Geschmackssache. Jeder von diesen Mods liegt im eigenen Ermessen, ob man den haben möchte. In meinem Let's Play werden diese Mods vertreten sein. Und gut, wenn es euch nicht passt, dann tut mir das an der Stelle leid, aber so wird es im Let's Play sein. Ja, ein ganz toller Mod ist übrigens auch noch einer, der die Innenbeleuchtung von Gebäuden verbessert. Und zwar werfen Fenster jetzt echtes Tageslicht in die Gebäude. Man kann also von innen auch sehen, ob Tag oder Nacht ist. Das ist auch ganz toll. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich sicherlich schon wieder sehr lange geredet. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas Wichtiges steht. Eigentlich bin ich jetzt durch. Ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Und von mir aus können wir jetzt loslegen. Ich setze mal gerade die Kopfhörer wieder auf. Und wir starten ein neues Spiel. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein.
In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber hier war jetzt gerade ein kleiner Schnitt. Denn ein klitzekleiner Nachteil von dem Tiefenunschärfe-Mod ist, dass am Anfang die Charaktererstellung leider nicht so gut möglich ist, da das Gesicht ist leider unscharf. Deswegen habe ich gerade die Tiefenunschärfe nochmal ausgestellt. Das liegt daran, weil eben der Mittelpunkt des Bildschirms, also das Kreuz, wo man halt hinschaut, nicht ganz dort ist, wo eben der Vordergrund ist. Und deswegen funktioniert das leider nicht. Die Tiefenunschärfe ist übrigens ein Teil von dem ENB-Mod. Es ist kein eigener Mod, nur weil ich das eben so ausgedrückt habe. Ja, willkommen in der Charaktererstellung. Ich habe jetzt gerade im Intro nichts gesagt, bin ganz still geblieben, weil ich wollte auch einfach mal die Optik so ein bisschen auf euch wirken lassen und ich finde, das Intro ist auch so schon gut gefüllt. Also der Anfang ist auch so schon gut gefüllt. Da muss man nicht noch dazwischen rumquatschen. Ja. Gut. Ich habe mir zum
Entschuldigung. Ich habe mir zum Charaktermodell ein bisschen was überlegt. Und zwar möchte ich eine Bretonin spielen. Nein, diesmal keine Argonierin, wie in der ersten Staffel. Eine Bretonin. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil Bretonen ziemlich stark sind, vor allen Dingen gegen Magier, weil die eine 25%ige Magieresistenz haben, was sich doch schon sehr bemerkbar macht im Spiel. Magier sind nun mal mit die stärksten Gegner, mit denen man so zu tun haben kann. Und da finde ich diese Magieresistenz schon ziemlich nützlich. Ja, auch ansonsten bringen sie ganz gute Boni mit, wobei ich jetzt bei den Fertigkeitsboni nicht so, finde ich nicht so wichtig, weil je niedriger die Fertigkeit, desto schneller levelt man ja auch hoch. Ja, ich möchte übrigens, genau, eine Magierkriegerin spielen. Ist jetzt gerade nicht so wichtig in der Charaktererstellung, sage ich nachher auch nochmal. Ja, wollen wir mal anfangen, also weiblich natürlich. Ja, du darfst gerne umschalten. So. Okay, Vorgabe nehme ich eigentlich immer hier die werte Lady. Die anderen sind alle eher nicht so gute Vorbilder, wie ich finde. Aber bei die hier geht auch noch. Aber ich nehme jetzt einfach mal hier die. Die hier sieht so extrem grimmig aus. Wobei, die könnte ich eigentlich auch nehmen. Wir gucken mal. Vielleicht können wir ja aus der hier auch noch ein bisschen was machen. So, Hautfarbe wollte ich relativ hell machen. Finde ich so. Ich finde immer grundsätzlich, wenn ich in Rollenspielen Halbelfen spiele, unter Elfen stelle ich mir immer sehr hellhäutige Wesen vor, was natürlich nicht immer so ist, aber ja, weiß ich auch nicht. Meine Vorstellungskraft ist eben so. Bretonen sind halt halb Mensch, halb Elf ursprünglich. Also daraus hat sich das Volk entwickelt. Hab ich nachgelesen, ich Streber. Ja, gut, Hautfarbe haben wir. Gewicht, das ist jetzt übrigens so eine Sache, erschreckt euch bitte nicht. Das sieht jetzt gerade in diesen Sackleinen, die hier anhat, ziemlich heftig aus, die Oberweite. Das wird aber später, wenn sie Rüstung anhat, deutlich besser aussehen. Ich habe mich da beim ersten Mal auch sehr erschrocken. Das ist jetzt hier schon ein Mod, der die Rundung der Charaktere, also der weiblichen Charaktere ein bisschen stärker ausprägt, sage ich mal. Aber wir machen jetzt auch nicht, also ich mache Gewicht immer hier so. Entweder hier oder hier. Also ich finde jetzt zu viel Oberweite ist auch blöd. Okay, dann haben wir das, den ersten Reiter schon mal, ach, jetzt hat sich das wieder umgestellt hier. Schon mal durch und jetzt machen wir den Kopf. Ja, die Gesichtsfarbe finde ich, also ich stehe weder auf alte Frauenspielen in Rollenspielen noch auf rötliche Gesichter. Hier diese Sommersprossen sind noch ganz nett, beziehungsweise sieht das fast schon ein bisschen aus wie Aknenarben, finde ich. Deswegen bleiben wir mal bei der normalen Gesichtsfarbe, makellos. Schmutz wollen wir in dem Sinne auch nicht. Also wenn, dann ein kleines bisschen Schmutz, weil wir sind ja durchaus ein Krieger. Eine Kriegerin, die ja auch durchaus mal im Dreck ein bisschen rumwühlt oder mal ein bisschen Dreck in, der mal ein bisschen Dreck ins Gesicht spritzt. Deswegen machen wir hier mal eine Stufe Schmutz. Dann Narben. Finde ich ganz interessant, kann aber schnell mal vorkommen, dass einen das auf Dauer nervt. Ich finde hier diese Narbe immer sehr dezent. Hier an der Nase. Deswegen nehme ich die mal. Kriegsbemalung finde ich persönlich nervig. Ich weiß nicht mehr, welcher Let's Player das damals gesagt hat. Ich glaube, das war sogar Saraza. Solche Sachen können im Laufe des Spiels sehr nervig werden, für mich vor allem auch, weil wenn ich halt immer wieder auf diese Kriegsbemalung gucke, ich bin der irgendwann über. Deswegen lasse ich das mal weg.
Und ja, Farbe der Bemalung hat sich dann natürlich auch erledigt. So, Gesicht. Nasenart. Ja, gut, da gibt es eigentlich auch für mich nicht allzu viele Nasen, die hier in Frage kommen. Ich möchte jetzt, weil ich halt eine Magierkriegerin spiele, möchte ich jetzt nicht was zu Zartes aus dieser Dame hier machen. Deswegen fände ich so eine Nase, die so ein bisschen größer ist, also so eine kleine Stupsnase finde ich da irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Aber zu viel ist auch blöd. Die hat mir zum Beispiel irgendwie, sieht mir von der Seite nett aus, aber von vorne irgendwie ein bisschen zu schweinisch. Die hier ist ganz nett. Nehmen wir doch mal die. So, Nasenlänge. Ja, das kann man auch nur von der Seite sehen. Falls ihr die Charaktererstellung übrigens überspringen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Nur wir werden ja ziemlich lange mit diesem Charakter hier rumlaufen, weshalb ich das hier drin lasse. Ich habe das auch mal bei einem Let's Player gesehen, dass er eine eigene Folge daraus gemacht hat, aber das finde ich ein bisschen, naja, ich finde, das gehört zu einem Rollenspiel einfach dazu, eine Charaktererstellung. Und ich werde jetzt auch nicht eine halbe Stunde dafür brauchen. Vermutlich weniger lange als für das Vorwort, wie ich mich so kenne. So, Nasenhöhe, genau, wir haben jetzt hier Nasenhöhe schon vergessen. Das finde ich eigentlich auf normal ganz okay. Nasenlänge ist okay, Kieferbreite, genau, Kieferbreite ist, wollen wir ein bisschen mehr haben auf jeden Fall. Das war das, was ich eben schon gesagt habe, das soll ja eine Kriegerin sein, die kann ruhig ein bisschen ein kantigeres Gesicht haben. Ja gut, Kieferhöhe. Moment. Ach ja, das Menü. Wir vertragen uns noch immer nicht. Dahingehend hat sich nicht viel geändert. So. Kiefervorstand. Ja gut, das ist... Jetzt gefällt mir irgendwie gerade, wie die Nase rausguckt, nicht so. Moment. So ist besser. Manche Sachen fallen einem erst auf, wenn man den Charakter einmal gedreht hat. Kieferhöhe. Ja gut, das... Kiefervorstand. Genau, das war das, was man dann von der Seite nur sieht. Beziehungsweise gerade sehe ich gar nichts, muss ich zugeben. Ach, da hinten die Knochen. Das lassen wir auch mal auf normal. Wangenknochenhöhe. Können wir eigentlich ein bisschen höher machen. Ja, geht schon. Geht schon, geht schon. Wangenknochenbreite. Oh, dann stechen die hier sehr raus. Zu krass wollen wir das jetzt aber auch nicht haben. Machen wir es mal so. Wangenfarbe. Wangenknochenfarbe, genau. Ja, so ein bisschen Röte im Gesicht finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber das ist mir eigentlich fast schon wieder zu viel. Aber so geht's schon. Lachfalten. Genau, das war auch sowas. Ich finde, dass es gibt zwei Stufen von Lachfalten und beide sieht man irgendwie nicht so wirklich. Aber wir können von mir aus mal so eine Stufe wählen. Untere Wangenfarbe lassen wir weg. Also diese komischen anderen Farben lassen wir einfach mal weg hier. Finde ich jetzt irgendwie blöd. So, Augen. Genau, da haben wir auch noch ein bisschen was wir verändern können. Da finde ich auch nur so ein paar Augen, die überhaupt Sinn machen. Ihr seht jetzt hier übrigens auch schon den, ich glaube, das ist der Coverwoman-Mod. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall ein Mod, der die Gesichter der Frauen ein bisschen schöner macht. Die hier schielt fast schon ein bisschen. Ich finde eigentlich ein bisschen geschlossene Augen gar nicht so schlecht. Ach du Scheiße, was sind die denn für Sachen dabei? Und sie darf auch ruhig ein bisschen grimmiger gucken. Fände ich gar nicht so schlimm. Denn man soll ja im Hinterkopf behalten, dass sie eine Kriegerin sein soll. Und Krieger dürfen bei mir immer ein bisschen grimmiger reinschauen.
Hier, die Augen sind in Ordnung, aber da müsste man auf jeden Fall an der Höhe was tun. Das sieht irgendwie seltsam aus. Moment, können wir das ausbügeln? Ja. Aber an der Augengröße können wir leider nichts schrauben. Weshalb das auch wieder seltsam aussieht. Die Augen sind mir fast schon zu schlitzig. Die sind mir zu lieb. Schwierig, schwierig. Hierdurch kriegt sie irgendwie so einen komischen Schlafzimmerblick und sieht auch echt schon ganz schön böse aus. Ich finde die eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht macht es auch die Augenfarbe gerade ein bisschen schwierig, denn diese Senfaugen sind... passen jetzt gerade zwar gut zur Haarfarbe, aber die ändert sich ja noch. Genau. Das müsste man eigentlich dann auch machen, wenn die Haarfarbe schon feststeht. Pff. Schwierig, schwierig. Machen wir die Augen erstmal blau. So, Augenhöhe hatte ich, glaube ich, jetzt... Genau, das waren die, die so komisch... Irgendwie sehen die Augen fast schon aus, als wären die verschieden hoch. Aber wenn man da zu lange drauf starrt, dann bildet man sich auch irgendwann Sachen ein. Augenbreite. Machen wir so. Augentiefe. Ja gut, das hat sowieso nicht so viel Einfluss. Ich finde die Frisur auch gerade echt schrecklich. Lidstrichfarbe. Ja, ein bisschen Lidschatten fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Lidstrich meine ich, einen kleinen Lidstrich, aber leider ist der hier zu dick. Deswegen lassen wir den weg. Bisschen Lidschatten finde ich eigentlich auch immer nicht schlecht, aber das ist mir auch alles irgendwie zu viel des Guten. Die Dame soll ja nicht aussehen, als hätte sie sich, würde sie sich als Panda verkleiden wollen. So eine leichte Färbung fände ich nicht schlecht, aber ich finde hier ehrlich gesagt jetzt nichts, was mir sehr gefällt. So könnte man das vielleicht noch handhaben hier. Ja, lassen wir es erstmal so. Wenn mir gleich noch was einfällt, können wir das noch ändern. Ja, die Augenbrauen sind mir eigentlich relativ schnurz. Da machen wir einfach mal welche, die nicht zu dünn und nicht zu gezupft aussehen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine gefürchtete Magierkriegerin morgens vorm Spiegel steht und sich die Augenbrauen zupft. Die hier sind ganz okay. Weil die natürlich auch schon ganz schön künstlich aussehen. Aber naja, Brauenhöhe. Genau, hier kann man noch ein bisschen was am Blick verändern. Machen wir mal nicht zu viel. Brauenbreite. Mal hier mal ein bisschen breiter machen. Und Brauenlänge. Auch ein bisschen breiter. Kann man eigentlich an der Augenschieflage noch was verändern? Ich glaube nicht, ne? Ne. Gut. Da müssen wir dann mitleben. So, dann haben wir den Mund. Der, ja, da finde ich, gibt es auch nicht so viele, die da in Frage kommen. Da habe ich auch beim ersten Mal lange rumgesucht, bis ich da was gefunden habe. Der hier ist ganz nett, aber der guckt natürlich sehr grimmig. Ich weiß gar nicht, irgendwo konnte man hier auch, glaube ich, so ein bisschen den... Oh nee, konnte man doch nicht. Ich dachte, man konnte irgendwo hier den Mundausdruck verändern. Ich finde den Mund eigentlich ganz nett, aber der ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir so eine halbkantige Kriegerin. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mundvorstand, Kinnbreite. Ach so, das ist das untere Kinn, genau. Ja, machen wir mal so Mittel. Gesundes Mittelmaß, würde ich sagen. Kinnlänge machen wir. Nee. Ach Gottchen.
Was sieht denn da gesund aus? So, Kinnvorstand lassen wir auch mal auf Mitte. Und die Lippenfarbe, das finde ich auch so doof, dass es da kaum... Das liegt jetzt auch ein bisschen an dem Mod, glaube ich, aber da gibt es kaum Lippenfarben, die jetzt irgendwie realistisch sind. Ich finde die hier noch ganz nett. Und die hier auch. Ich denke mal, wir bleiben mal bei der. Oh, jetzt hat sie natürlich echt ganz schön wulstige Augenbrauen, die gute. Aber gut, dann ist das halt so. So, die Haare. Da habe ich mir schon was überlegt. Erstmal stellen wir hier die Haarfarbe ein. Da wollte ich hier so ein dunkles Nussbraun. Und es gibt jetzt einmal hier die Standardhaare, die ihr ja auch schon kennt. Ich weiß nicht, vielleicht haben auch einige von euch Haarmods installiert. Es gibt aber auch andere Haare. Da sind ein paar sehr schöne Frisuren dabei. Viele sind natürlich auch nicht wirklich realistisch jetzt für die raue Skyrim-Umgebung. Ich muss aber sagen, mir gefallen schön gekämmte Haare lieber als diese doch sehr fettig und ungekämmt aussehenden Locken hier. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal bei so einer... Ich schwanke so ein bisschen zwischen der Frisur und... Wo ist sie? Und der hier. Die sind sich relativ ähnlich. Die hier ist, glaube ich, noch ein bisschen... Moment, ich suche gerade nach Unterschieden. Okay, die hier ist, glaube ich, noch ein bisschen länger. Die hat noch hier unten diesen... Also ich finde die eigentlich sehr schön. Und ich glaube, die werden wir jetzt auch nehmen. Ich werde übrigens... Sache übrigens auch noch dazu. Ich werde nicht mit Helm spielen. Ich werde ohne Helm spielen. Weil ich... Dieser Haarmod verträgt sich nicht mit der mit den Helmen und ich habe auch einen Mod installiert, der einem trotzdem die Rüstungsboni gibt, auch wenn man keinen Helm hat. Das ist natürlich alles ein bisschen getrickst, aber ich finde ein Rollenspiel immer schöner, wenn man nicht immer diesen Helm auf hat. Dann ist man irgendwie näher am Charakter. Nur noch kurz dazu. So, wir sind fertig und jetzt geben wir unserem Charakter noch einen Namen. Und da habe ich mir auch was überlegt. Und zwar nennen wir den Charakter Gwen. Ups, nee, nicht Gweb, sondern Gwen. Tenwal. Ich habe ein bisschen geguckt nach bretonischen Namen. Es gibt ja die Sprache bretonisch wirklich. Die wird in der Bretagne gesprochen, in Frankreich. Das ist ja natürlich nicht ganz Elder Scrolls konform, aber andererseits haben die jetzt auch kein Namensregister rausgebracht und ich wollte jetzt keinen Namen nehmen, den es schon gibt. Und mir gefallen diese sehr französisch angehauchten Namen der Skyrim-Bretoninnen und Bretonen nicht so. Deswegen habe ich mal versucht, ein bisschen was Allgemeineres zu suchen und Gwen hat mir sehr gut gefallen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Namen haltet. Ich finde den, der klingt sehr schön. Gwen Tenwal oder Gwen Tenwal. Tenwal bedeutet übrigens dunkel und soll sich so ein bisschen auf die Haarfarbe beziehen. Ich wollte ursprünglich eigentlich eine mit schwarzen Haaren spielen. Dann habe ich gemerkt, es gibt gar keine schwarzen Haare. Was zur Hölle. Gut. Oh Mann, die Folge wird echt lang. Aber naja. So. Dann nehmen wir mal an und machen weiter. Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone? Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen? Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Was? Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Das ist nett. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden.
Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt, bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Bretone, ihr seid dran! Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. So, nun sind wir dran. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Den Göttern! Ein Drache! Wie ist das möglich? Wachen! Hält die Stadt mit! Hey, Bretone! Und da verlieren wir das Bewusstsein. Kommt schon! Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Hier entlang! So, und wir machen jetzt hier endlich einen Cut. Die erste Folge ist schon lang genug. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!